Mein letztes Smart Home Video ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und deshalb möchte ich euch gerne heute eine smarte Alarmanlage von der Firma Blaupunkt vorstellen. Ich möchte gerne darauf eingehen, was diese Alarmanlage denn so kann und für wen sich dieses Gerät lohnen könnte. Sollten euch derartige Smart Home Videos interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos ein Abo dalasst und natürlich auch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr von mir. Schauen wir uns jetzt aber direkt nach dem Intro die Alarmanlage mal etwas genauer an, was denn alles so mit dabei ist und welche Funktionen dieses Gerät mit sich bringt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Starten wir das Video ganz klassisch und zwar mit dem Verpackungsinhalt der Blaupunkt Q-Pro 6600. Wir haben natürlich ganz klassisch die Zentrale mit dabei, die über LAN mit dem Internet verbunden wird. Dann haben wir ein Fenster- bzw. Türkontakt mit dabei, einen Bewegungsmelder, der extra tierimmun ist, das heißt Tierbewegungen von Hunden und Katzen werden nicht registriert, und wir haben außerdem ein Bedienfeld mit dabei, was wir außerhalb des Hauses oder der Wohnung platzieren können, um zum Beispiel die Alarmanlage von außen ein- oder auszuschalten. Grundsätzlich ist die Blaupunkt Q-Pro 6600 erst einmal eine Alarmanlage und deswegen möchte ich eher auf die Besonderheiten eingehen, was sie denn von anderen Alarmanlagen unterscheidet, denn natürlich ist eine Alarmanlage da, um bei einem Diebstahl bzw. bei einem Einbruch eben Alarm zu schlagen, und da ändert sich jetzt im Grunde genommen nicht viel. Es gibt aber wie gesagt ein paar Besonderheiten und auf diese möchte ich gerne einmal eingehen. Zuallererst haben wir einen Sabotageschutz, das heißt, wenn zum Beispiel dieses Bedienfeld, was ich eben erwähnt habe, was ich draußen platziert habe, entfernt wird, dann kann die Alarmanlage, je nachdem wie man das Ganze einstellt, ebenfalls einen Alarmton bzw. Push per App ausgeben. Und das ist natürlich ziemlich cool, dass wenn man Geräte außen platziert, diese durch den Sabotageschutz geschützt sind. Von diesem Sabotageschutz sind aber nicht nur die einzelnen Sensoren betroffen, sondern auch die Zentrale an sich, denn diese hat einen Notstromakku integriert. Das heißt, wenn mal der Strom ausfallen sollte oder der Strom sabotiert wird, dann ist die Alarmanlage trotzdem scharf gestellt und kann trotzdem losgehen, obwohl der Strom eben nicht funktioniert. Und das ist auf jeden Fall ein enormer Pluspunkt und auch eine Besonderheit dieser Alarmanlage. Natürlich ist die smarte Alarmanlage von Blaupunkt mit verschiedenen ausgewählten Herstellern kompatibel. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch Philips Hue Bern über die App steuern. Ihr könnt Automationen erstellen, Regeln erstellen oder Szenen erstellen und darüber das Ganze dann steuern. Und so zum Beispiel, wenn über die Videokamera etwas erkannt wird, zum Beispiel das Licht einschalten oder ähnliches. Das heißt, diese ganzen Automationen, die man von allen möglichen Smart Home Herstellern kennt, ist mit dieser Alarmanlage und allgemein mit diesem System natürlich ebenfalls möglich. Was natürlich ebenfalls sehr wichtig für smarte Geräte ist, dass diese per Sprachsteuerung gesteuert werden können. Aktuell unterstützt die Alarmanlage die Sprachsteuerung über Alexa und Google Home. Da könnt ihr den Skill installieren, konfigurieren und das Ganze dann darüber ohne Probleme einfach und unkompliziert steuern. Falls euch übrigens das Starter-Kit nicht reicht und ihr gerne noch eine Videoüberwachung hinzufügen möchtet, dann ist das natürlich auch möglich und auch über die Secure for Home App steuerbar. Das heißt, da könnt ihr auch noch weitere Geräte hinzufügen und entsprechend dann auch Videoaufnahmen zum Beispiel in eurem Flur oder so tätigen. Das waren jetzt erst einmal ein paar grobe Fakten. Jetzt kommen wir aber zu dem, was mir so aufgefallen ist in dem Zeitraum, in dem ich diese Alarmanlage getestet habe. Zuallererst hatte ich bisher nicht einen einzigen Fehlalarm, was natürlich sehr schön ist, weil immer wenn der Alarm losgeht bei einer Alarmanlage, geht man natürlich im Ernstfall davon aus, dass jemand eingebrochen ist. Und da ist es sehr schön, dass es keine Fehlalarme gibt. Und auch das Steuern an sich ging sehr schnell. Über die App wird das Ganze sehr unkompliziert. Ihr wählt einfach nur über euren Benutzer, ihr könnt mehrere hinzufügen, dann euren Code aus. Das heißt, ihr müsst immer mit einem Login-Code das Ganze bestätigen und könnt dann so zwischen Alarm an und Alarm aus wechseln. Und das funktioniert wirklich sehr gut und sehr unkompliziert. Wirklich sehr praktisch ist die Bedienung per App, per Sprache und per Bedienfeld. Das heißt, ihr habt mehrere Optionen. Wenn ihr also im Haus seid, dann könnt ihr ganz einfach per Sprache die Alarmanlage an- oder ausmachen, was natürlich sehr unkompliziert und einfach funktioniert. Wenn ihr unterwegs seid und habt euer Handy mit, dann könnt ihr die Alarmanlage so an- und ausmachen. Solltet ihr euer Handy nicht mit haben, kann man auch ganz einfach das Bedienfeld benutzen. Das heißt, man ist eigentlich immer unabhängig von irgendwelchen Geräten, sondern hat immer die Option, zwischen diesen zu wechseln, und das macht es doch sehr angenehm.
Jetzt möchte ich noch einmal etwas zur Akkulaufzeit der einzelnen Sensoren sagen. Und zwar sind meine Akkus alle noch voll, obwohl ich die Alarmanlage jetzt schon seit mehreren Monaten bei mir am Laufen habe. Und das ist natürlich cool, dass man die Batterien oder die Akkus nicht allzu häufig austauschen muss, da das doch sehr nervig ist. Gerade wenn man vorhat, mehrere Sensoren für jedes Fenster zum Beispiel zu verbauen, dann ist das auf jeden Fall cool, wenn die Batterien sehr lange halten und man nicht allzu häufig diese austauschen muss. Nach nun wirklich sehr vielen positiven Punkten möchte ich aber natürlich auch auf das ein oder andere Negative eingehen. Und zwar zuallererst gibt es zwar die Möglichkeit, per Telefon oder SMS, also per Anruf oder SMS, benachrichtigt zu werden, wenn ein Einbruch stattgefunden hat. Allerdings kostet dieser Service Geld. Zuallererst habt ihr 30 Tage kostenlos, dafür gibt es einen Premium-Code in der Verpackung. Aber danach müsst ihr eben für diesen Service bezahlen und das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn man das gerne nutzen möchte, ist man dazu gezwungen, eben weiter Geld dafür auszugeben. Außerdem ist das Einrichten weiterer Module, wie zum Beispiel weiterer Sensoren für Fenster- und Türkontakt oder eine Kamera oder ähnliches, nicht über die App auf dem Smartphone möglich, sondern nur über die Online-Plattform. Das Design ist da sehr ähnlich, das heißt, man findet sich da eigentlich sehr gut zurecht. Aber ich hätte gerne viel mehr dieser Funktion auch direkt in der Smartphone-App, dass ich diese Geräte dann eben direkt am Smartphone einrichten kann und nicht immer dafür an den Computer gehen muss. Da man eben heute sehr viel nur noch mit dem Handy macht, möchte man dafür eigentlich den Computer nicht so gerne benutzen. Kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, der eher persönlich ist, und zwar zum App-Design. Dieses könnte für meinen Geschmack etwas moderner sein. Irgendwie wirkt das alles sehr alt und da kann man auf jeden Fall das Ganze etwas schicker gestalten. Grundsätzlich ist es aber funktional und gerade die Startseite, die man hat, wenn man die App öffnet, ist so, wie sie sein soll. Das heißt, man kann zwischen ich bin zu Hause, Alarmanlage aus oder Alarmanlage an ganz einfach wählen und so sollte das sein. Das heißt, unkompliziert ist die App auf jeden Fall, aber sie könnte meiner Meinung nach ein bisschen moderner gestaltet sein. Und kommen wir nun aber auch schon zu meinem Fazit. Ich persönlich finde die Alarmanlage gut und werde sie auch weiterhin bei mir in der Wohnung benutzen. Ich finde, sie ist als Einsteigerpaket wirklich sehr angebracht und dadurch, dass sie kompatibel ist mit weiteren Geräten, wie zum Beispiel Philips Hue, was sehr viele zu Hause haben, und auch die Kompatibilität zu Alexa oder auch zum Google Assistant, sind auf jeden Fall sehr coole Sachen und daher denke ich, ist sie für die meisten auf jeden Fall etwas. Besonders beim Thema Sicherheit punktet die Blaupunkt Qpro 6600 meiner Meinung nach enorm, dadurch, dass wir einen Sabotageschutz haben, dass wir einen Notfallakku haben, falls mir der Strom ausfallen sollte. Das sind alles Dinge, die andere Hersteller, zumindest meines Wissens nach, nicht haben und daher finde ich das sehr schön, dass wir hier eben dieses breite Feld an Sicherheit mit der Alarmanlage geboten bekommen. Mich würde jetzt aber dazu sehr eure Meinung interessieren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euch am wichtigsten bei einer smarten Alarmanlage ist. Ist es die App? Ist es allgemein die Bedienung, die Kompatibilität, der Preis? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für weitere Smart Home Videos und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.